Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Leute, ich weiß, es kam sehr lange kein Video. Ich habe mir überlegt, ob ich hierzu ein Video mache. Und jetzt nach Wochen des Überlegens und ich glaube sogar Monaten, habe ich mir gedacht, komm, Eigenwerbung ist zwar scheiße, aber hey, es gehört nun mal dazu, wenn man halt auch erfolgreich sein möchte. Und ja, ihr könnt es schon am Titel lesen, ich habe ein Buch veröffentlicht, beziehungsweise drei Bücher. Und es folgen sogar noch mehr. Damn! Zuallererst natürlich die Frage, wie heißt denn das Buch und worum geht's? Nun ja, es ist kein Buch, es ist eine Buchserie. Wie eine Fernsehserie mit Staffeln und Folgen. Jedes Buch ist in dem Fall 80 Seiten lang ungefähr und repräsentiert so gesehen jede Folge. Also ein Buch, eine Folge. So, mein Buch heißt Saphir. Ich kann euch das Buch mal einblenden, denn zu Hause habe ich es gerade nicht. Ich habe es meinem Freund ausgeliehen, beziehungsweise alle drei habe ich einem Kumpel ausgeliehen. Saphir ist ein Feuerbändiger, welcher in einer mittelalterlichen Welt lebt. Auch natürlich mit Trollen und Riesen und Zwergen und so weiter. Jedes Buch hat natürlich eine eigene Welt, ein eigenes Thema. In dem Fall, bei mir, ist es das Mittelalter. Mit, wie gesagt, Schlössern, Rittern, Königen und Drachen. Das ist so meine Welt, wo ich mich so da hineinversetzt habe. Dann natürlich auch, was gibt es dort überhaupt für Sachen? Beziehungsweise, warum ist mein Hauptcharakter überhaupt ein Feuerbändiger? Was gibt es dort für Fähigkeiten? Nun ja, jeder Anime unterscheidet sich natürlich. One Piece hat die Teufelsfrüchte und das Haki. Dragon Ball hat das Ki. Und es gibt noch viele, viele weitere. Naruto hat die Jutsus und die Bijus. Es gibt sehr, sehr viele. Und von mir, also von meinem Buch, sind es die Shinsus. Beziehungsweise Shinsus und es gibt noch Chaosklingen. Die Chaosklingen sind, wie man sich quasi erdenken könnte, Schwerter, welche auf einen Besitzer angepasst sind. Also ein Schwert sucht sich so gesehen den Beherrscher aus. Diese Schwerter besitzen dann auch eigenartige Fähigkeiten, also auch sehr krasse Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Chi zu kontrollieren oder das Chi zu blockieren oder einen in so einer Blase zu fangen, wo man nicht so leicht rauskommt und welchem einen das Chi absorbiert. Also es ist schon sehr lustig, diese Klingen. Natürlich ist sie auch jede Klinge auf einen Benutzer angewiesen, denn nicht jeder kann so eine Chaosklinge besitzen. Wie gesagt, die Chaosklinge sucht sich den Beherrscher. So, aber die Hauptfähigkeit, was ich schon vorher gesagt habe, sind die Shinsus. Shinsus sind so gesehen, und da muss ich jetzt mal ganz weit ausholen, Seelentiere. Ich habe mich so gesehen an den ganz alten Indianerstämmen orientiert. Denn die alten Indianerstämme haben ja an so gesehen Totemtiere geglaubt. Also ihr wisst ja, was ein Totem ist, dieser komische Pfahl mit diesen Tieren. Und die Indianer haben daran geglaubt, dass jeder Mensch ein Seelentier besitzt, sei es auch Wolf oder Adler, Falke, Lachs, Otter, Bär, was weiß ich noch. Und natürlich, je nachdem welches Tier du hast, hast du auch gewisse Charaktereigenschaften. Bär heißt zum Beispiel Liebe, Falke heißt zum Beispiel Anführer sein, Wolf heißt Einfühlungsvermögen, Otter heißt glaub Spielen, also spielerisch. Egal, ich schweife ab. Und so, daran habe ich mich orientiert. Jeder Mensch, jeder Riese, jeder Troll oder jeder Zwerg oder was weiß ich, was es gibt, besitzt jeweils immer ein Seelentier. Aber nicht jeder kann auf dieses Seelentier zurückgreifen. Beziehungsweise die vorherrschende Kraft in dieser Welt heißt Chi. Also wie man es halt denkt von Japan und China. Chi, das ist, was wir halt auch im Körper haben. Und je nachdem, wer du bist oder wie gut du im Meditieren bist, wie du trainierst, wie dein Körperzustand ist, können die einen mehr auf das Chi zurückgreifen, ihres Tieres, andere nicht. Es gibt auch mehrere Arten von Tieren. Es gibt die ganz normalen Tiere, es gibt die mystischen Tiere, also es gibt durchaus auch Drachen, Einhörner, Pegasus gibt es auch. Aber wie gesagt, die kommen irgendwann noch. Auf jeden Fall, es gibt die beiden und es gibt noch die sogenannten Verfluchten. Verfluchten oder wie man sie auch nennt, die Ulkrus. Diese Verfluchten sind so gesehen eigene, also ganz normale, welche dann aber verflucht werden durch Selbsthass, durch viel zu viel Zorn, eben wenn man sich seinen eigenen Geist, seine Seele vergiftet, entstehen die Verbotenen.
Und diesen, oder beziehungsweise die Vergifteten. Und diesen so gesehen die Gegner. Die bösen Monster so gesehen. Und dann verwandelt sich halt dein ganz normales Tier, in dem Fall ein Hund, zum Beispiel in einen dreiköpfigen Cerberus. Und ein Cerberus ist ja nicht einfach ein Tier, es ist ein Monster aus einer Mythologie. So gesehen. Deswegen so grob der Einblick. So, der Hauptcharakter kann ich mal kurz hier einblenden. Das ist Saphir. Saphir ist ein 20-jähriger Feuerbändiger, welcher versucht, in einem Polizeirevier namens Balakuri aufgenommen zu werden. Dort hat er auch eine Prüfung und so weiter. Und er will so gesehen, dass die gesamte Welt, also diese vier Reiche, die es gibt, quasi sicher bleiben. Und ja, das ist grob gesagt, das ist die Welt. Natürlich, es gibt halt auch viele Charaktere, die ich noch gerade noch male. Und ich habe schon bis jetzt drei Bücher rausgebracht. Das, das und das. Und ja, wie gesagt, also das ist eine Buchserie. Ich bin noch lange nicht damit fertig. Ich bin gerade erst bei der ersten Staffel oder beim ersten Arc. Bei der ersten Staffel, sagen wir mal so. Und ich habe bis jetzt drei rausgebracht per Self-Publishing. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Self-Publishing, ab damit in die Kommentare. Und sonst, natürlich könnte man jetzt fragen, was ist denn so besonders an dieser Serie? Warum sollte ich als Leser, als Fan, als Manga-Leser zum Beispiel, warum sollte ich dieses Buch lesen? Nun, dieses Buch ist kein normales. Dieses Buch unterscheidet sich von anderen Büchern. Es ist quasi eine Mischung aus Manga und Buch. Das ist die eine Sache. Nämlich gibt es da auch natürlich das Buch allgemein. Es hat nur, jedes Buch hat ungefähr 70 bis 80 Seiten. Das heißt, es ist relativ dünn und besitzt auch nicht viele Themen. Also wie gesagt, wie eine Staffel, wie eine Folge. Da kommt pro Folge passieren halt manche Sachen und das kommt natürlich auch pro Buch vor. Dann auf der anderen Seite ist es auch nicht sehr schwer geschrieben. Es ist so ein Mittelding. Es ist so geschrieben zwischen kindlich und erwachsen. So ein Mittelding. Es ist nicht so geschrieben, dass es nur Fremdwörter besitzt, die kein Kind lesen kann. Beziehungsweise das Buch ist nicht unbedingt für Kinder. Es ist ab 12, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist jetzt nicht so geschrieben, so sehr viel geht durch den Raum. Cha, cha, cha. So ist es nicht. Es ist auch erwachsen geschrieben. So. Ja, wie gesagt. Und die Bilder. Also es ist, wie gesagt, wie Manga. Wenn ich jetzt, also ab dem zweiten Buch, im ersten habe ich es noch beschrieben, aber ab dem zweiten kommen so gesehen Comics vor. Das heißt, ich beschreibe einen Kampf nicht, also ich schreibe nicht, Saphir rast dahin und schmettert ihn weg oder macht das und das. Nein. Wenn ein Kampf anfängt, kommen nur Bilder. Das heißt, 20 Seiten oder 15 Seiten kommen nur Bilder, wo man den gesamten Kampf sieht. Ich kann euch hier auch ein paar Bilder einblenden, dass ihr ungefähr wisst, wie das gemeint ist. Ja, das sind so mal die Sachen. Mal geschrieben, mal ganz viele Bilder. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Auch die Charaktere sind sehr vielseitig. Und auch Humor ist natürlich auch dabei, klar. So, und eine Sache, die jetzt extrem wird, nämlich, ich beziehe die Leser mit ein. Das bedeutet nicht, dass dort steht, du gehst jetzt dahin, du bist Saphir, du bist irgendwo, du machst das. Nein, das bedeutet, jeder Leser darf einen eigenen Charakter designen und in mein Buch mit einbringen. Das heißt, man darf mir so gesehen auch per Mail, darf man mir irgendwelche Designs schicken, welche ihr gewählt habt, welche euch gefallen, welche ihr unbedingt im Buch haben wollt. Ich mache mit den Designs nichts. Wenn ihr sagt, dieses Design gefällt mir, dieses Design möchte ich drin haben, schickt es mir einfach, ich übernehme es und bringe es mit ins Buch. Zwei Charaktere habe ich schon mit ins Buch eingebracht. Und das ist cool, oder? Also, das ist so eine Sache, die mein Buch von anderen unterscheidet. Ich lasse mich auch von den Lesern beeinflussen. Wenn der Leser sagt, hey, ich finde diesen Charakter so cool, ich möchte, dass du ihn ins Buch einnimmst, mache ich es auch. Natürlich, es gibt auch Sachen, da würde ich nicht sagen, okay, ich nehme es 1:1 so, weil wenn jetzt zum Beispiel einer von euch mir ein Design schickt und sagt, er soll ein Ulkrus haben, er soll den dreiköpfigen Hund Cerberus als Shinzu haben,
Das geht leider zum Beispiel nicht, weil ich schon weil ich den Cerberus schon für eine andere Person geplant habe. Zum Beispiel. Genauso kann das auch sein, dass wenn ihr mir einen Charakter schickt, dann liegt es ja an mir, wie ich diesen Charakter einbaue, was er für ein Input in der Story hat, wie er damit da reingebracht wird, wie lange er dabei wird. Das sind Sachen, die halt mir überlassen sind. Und da bin ich ganz ehrlich, wird natürlich auch für den einen oder anderen zwar cool, dass ein Charakter drin ist, aber es wird natürlich vielleicht auch, Stellen geben, wo der eigene Charakter dann vielleicht getötet wird. Und das kann dann nach hinten losgehen. Sag ich es mal so. Deshalb, das kommt auch drauf an. Oh Gott, ich rede gerade ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall, das ist bis jetzt mein Buch. Ich habe bis jetzt, wie gesagt, 3 Bücher rausgebracht. Ich bin gerade am 4. Das 4. kommt noch. Die 3 Bücher habe ich bis jetzt mit Self-Publishing rausgebracht, also selber, mit auf eigene Kosten, selber alles gemacht. Auch das Cover habe ich selbst designt, Bilder habe ich alles selber gemacht. Wirklich, habe alles selber gemacht, könnt ihr mir glauben. Das 4. versuche ich mit dem Verlag rauszubringen, weil es ist einfacher mit Verlag als jetzt mit Self-Publishing, weil da muss man nicht so viel zahlen und es hat eine größere Reichweite, kommt vielleicht auch in die Büchereien. Mein Buch könnt ihr, wenn ihr es kaufen wollt, überall kaufen. Ihr könnt es auf Amazon kaufen, ihr könnt es in allen Online-Shops kaufen. Einfach in die Suchleiste eingeben, Zephyr. Und ja. Leute, das war's mit diesem heutigen Video. So kleine Eigenwerbung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie man es kaufen kann, was für Charaktere es genau sein müssen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, egal was für welche Fragen, ab damit in die Kommentare. Und ich würde sagen, Leute, bis zur nächsten Woche vielleicht. Haut rein und ciao!